Herzlich willkommen bei Deep Gas Pavel Kfz-Werkstatt, der Spezialist für Autogasumrüstungen und Autoreparaturen in München. Wir haben über 10 Jahre Erfahrung mit Umbau auf Autogas und Autoreparaturen aller Marken. In unserer Firma arbeiten insgesamt 7 Personen, davon 5 gelernte Mechaniker und 2 Büromitarbeiter. 2 Techniker beschäftigen sich tagtäglich mit Autogasumrüstungen und die rüsten ca. 20 Fahrzeuge monatlich auf Gas um. Heute werden wir ein Dodge Ram 5,7 Hemi auf Autogas umrüsten. Dieser Motor hat 295 Kilowatt und verbraucht auf Autogasbetrieb weniger als 20 Liter. Umgerechnet kosten auf 100 Kilometer ca. 15 Euro mit diesen riesengroßen Amischen. Gastankrahmen fertigen wir selber. Die werden aus Winkeleisen zusammengeschweißt. Wir verwenden das Material mit einer Dicke von 3 mm. Unsere Gastanks werden immer mit Wachs versiegelt. Das verlängert die Haltbarkeit erheblich. Die Gastanks, die nicht versiegelt sind, halten in der Regel 2 bis 3 Jahre. Danach sind schon die ersten Rostflecken sichtbar. Unsere Gastanks, die versiegelt sind, sehen nach 5 Jahren immer noch wie neu aus. Man sollte aber die Wachsschicht alle 2 bis 3 Jahre erneuern. In diesem Fahrzeug passt der Gastank mit der Größe von 125 Liter Bruttovolumen, was für den Kunden die Reichweitenhöhe von ca. 500 km bedeutet. Die Gastankrahmen sind auf den Fahrzeugrahmen auf den Originalbohrungen verschraubt. Damit ist die Fahrzeugrahmen nicht geschwächt. Hier sehen Sie das Multiventil mit den Leitungen. Bei Gastankmontage, man soll aufpassen, dass der Gastank nicht der tiefste Punkt im Auto ist. Den Gastankbestützten haben wir in diesem Fall an der Klappe angebracht. Mit diesem Anschluss und mitgelieferten Adapter hat der Kunde europaweit die Möglichkeit, an jedem Ort Gas zu tanken. Die Plastikkappe sorgt dafür, dass weder Schmutz noch die Feuchtigkeit eindringen kann. Bei verschlossener Klappe ist der Einzelstützen von draußen nicht mehr sichtbar. So sieht der Motor vor der Gasumrüstung aus. Jedes Fahrzeug ist bei uns mit einer Schutzfolie abgesichert. Wenn das Fahrzeug richtig abgesichert ist, kann nichts schief gehen. Alle notwendigen Materialien werden wir vorbereiten. Dieses Fahrzeug werden wir mit einem Verdampfer EVP 500 ausrüsten. Nach unserer Erfahrung und den Prinzangaben ist der Verdampfer definitiv ausreichend für das Fahrzeug. Bei alle 5,7 und 6,4 Hemi-Motoren muss die Ansaugbrücke ausgebaut werden. Die wird dann aufgebohrt und bearbeitet. Nachdem der Techniker den Ansaugtrakt vorbereitet hat, wird als nächstes an dem Motor wiederverbaut. Hier sehen Sie die Gasschläuche, die im Voraus an den Ansaugtrakt mit den Einblasdüsen befestigt waren. Als nächstes werden wir die Gasinjektoren befestigen. Jetzt beschäftigt sich der Techniker mit dem Kabelbaum. Jede Verbindung wird zusammengelötet und mit einem Schrumpfschlauch isoliert. Inzwischen, der zweite Mitarbeiter wird den Verdampfer unten montieren.
und mit Kühlwasser versorgen. Der Verdampfer muss schnellstmöglich die Temperatur von 40 Grad erreichen. Erst dann schaltet die Gasanlage ein. Und hier sehen wir den Verdampfer und seinen Einbauort. Wichtig ist, dass die Filter leicht zugänglich sind. Für zukünftige Abnutzungsarbeiten. Hier ist der Kabelbaum zu sehen, der teilweise schon fertig ist. Und so sieht der fertige Kabelbaum aus. Die Motorabdeckung passt auf dem originalen Halter. Die Gasanlage ist kaum sichtbar. Hier noch der Diagnosestecker und der Kabelbaum, der entlang dem originalen Kabelbaum verlegt ist. Die fünf Kabel, die hier sichtbar sind, werden in den Innenraum verlegt und mit dem Bedienteil und OVD-Diagnosestecker verbunden. Bedienteil ist auf dem Armaturenbrett in IG montiert. So sieht der Umschalter wie Originalausrüstung von dem Fahrzeug. Nach die Einstellfahrten und der Endkontrolle durchgeführt ist, kann das Fahrzeug an den Kunden geliefert werden. Man hat die Möglichkeit, auch fahrzeugspezifische Software zu verwenden, was wir auch oft machen. Mit jedem Fahrzeug fahren wir mindestens 15 km Probefahrt zur Kontrolle, ob alle Systeme einwandfrei funktionieren. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und hoffe, dass Sie meinen Beitrag überzeugt hat. Vielleicht möchten Sie auch Ihr Fahrzeug auf Autogas umrüsten. Bei eventuellen Fragen können Sie uns jederzeit und unverbindlich kontaktieren. IBGAS Pavel Kfz-Werkstatt ist sicher der richtige Ansprechpartner, wenn es um Autoreparaturen und Autogasumrüstung geht. Sie finden uns auch im Internet unter www.autogasmuenchen.com. Danke und auf Wiedersehen.